So, Freunde, wollen wir dem Konzept mal noch eine zweite Chance geben, oder? Der Ersteindruck kann ja manchmal täuschen, ne? Deswegen, also, gucken wir mal, was sich so ergibt. Ja, was ist eure Aufgabe? Videobeschreibung. Aufklappen, alle Social Media einmal durchklicken, abonnieren. Glocke aktivieren auf dem Kanal. Oh, wir haben einen 907er im Gegnerteam. Schauen wir mal, ne? Ja, ab und zu mal einen Kommentar da lassen, Like da lassen, Videos teilen, das wäre sehr nett. Chinesische Mauer für so einen Panzer ist natürlich auch schwierig, ne? Ist ja alles Kreuzfeuer und Schlachtergasse. So gut wie überhaupt keine Bäume, wo man sich verstecken kann. Ah, die Geschwindigkeit von diesem Panzer enttäuscht mich. Ja, man kann schießen. Oh, der arme 60 TP, der hat einfach aufgegeben. Das ist doch schon mal was. Ja, E100, ne? Nicht einfach hier durch die Gegend düsen. Okay. Oh, dem 907er schön eine mitgegeben. Oh, die Runde verläuft ja besser als ich dachte. 907er ist platt. Was mir zum Beispiel gefällt, ist, dass der Panzer auf der Stelle sich drehen kann. Das gefällt mir. Der kann auf der Stelle kann er sich bewegen. Ja, vielleicht ist der Konzept Nummer 5 so ein Panzer, den ich öfter mal spielen muss, um die Taktik zu beherrschen, die man braucht, um den Panzer zu spielen, ne? Kann ja sein. Müsste man mal schauen, ne? Aber ich finde, der Reload ist wirklich also abnormal hoch. Ich weiß nicht, was das soll, ne? 11,5 Sekunden Reload, das ist wirklich unnötig gewesen. Also 8, 9 Sekunden, ja, aber nicht 11,5. Das macht so ein bisschen den Panzer unbrauchbar im Nahkampf, ne? 8, 9 Sekunden hätte ich noch irgendwie akzeptiert, aber 11,5 Sekunden ist schon hart. Das ist schon maximal übertrieben.
Tja, die Motorleistung ist mir einfach auch zu schwach. Ne? Ich habe ein Turbo eingebaut und trotzdem, du hast irgendwie das Gefühl, dass der Panzer einfach viel zu langsam Geschwindigkeit aufbaut. Endgeschwindigkeit mag ja irgendwie einigermaßen akzeptabel zu sein, aber bis du da mal angekommen bist. Naja. Was war denn mit diesem 907er, ey? Ach, okay, jetzt verstehe ich's. So, versuchen wir mal. Was haben wir heute für eine Winrate? Oh, fast 66% Winrate nach 29 Gefechten. Oh, Flugplatz. Oh, Beste, wo gibt's? Gucken wir mal, ne? Ja, Problem ist, dass die Leute immer nach rechts fahren auf dieser Map und du dann kein Base erfasst. Das ist ein großes Problem auf dieser Map. Ja, wir haben so gut wie keinen Base Diff. Ja, Type 61er, 9er Medium. So schnell geht das, ne, wenn du hier auf der Map peakst. Vor allen Dingen, wenn der Gegner einen FV da oben stehen hat. Peaken auf dieser Map ist gefährlich. Der nächste, der an derselben Stelle piekt, der hat aus den Fehlern nicht gelernt, genauso wie der hier. Ah, unser FV schläft ein bisschen, ne? Kollege, du sollst doch da vorne nicht pieken oder pushen oder so. Irgendwie schläft unser FV hier, ne? Er schießt irgendwie nicht. Dieser E75er hat einfach nichts kassiert von den anderen, ne? Der hätte jetzt weg sein können müssen. Oh, okay.
Warum schießt denn da keiner auf das Ding? Vorsichtig muss man das Ding spielen, dann. Boah, unser FV hat dem schön eine saftige reingedrückt. Moment, mein Handy. Handyalarm. Oh, speziell so beim Berg hochfahren merkst du einfach. Okay. Also eins steht fest, man muss diesen Panzer vorsichtig spielen, sonst bringt das nichts. Jetzt verliert unser Team jede Menge HP, ne? Da wird jetzt HP weggeschmissen gerade. Nicht gut. Tja. Ach, Bro, Alter. Ach, ist das dein Ernst? Was machst du hier an der Front? Lol. Ja, geil.
ganz schlechte Aktion. Ich find den einfach zu langsam. Ich weiß nicht, Alter. Der Rückwärtsgang ist ultra langsam. Der Vorwärtsgang, bis du mal auf einer Geschwindigkeit kommst, ist ultra langsam. Das ist nix. Man kann den zwischendurch mal spielen, ja, aber er ist jetzt kein Panzer, wo du... wo du ganze Gefechte mit entscheidest irgendwie. Gun Depression ist auch nicht vorhanden, so vernünftig. Keine Chance. Hier links brauchen wir gar nicht versuchen, Alter. Ich bin Dauer auf. Das bringt nichts. Da ist die Grille. Also ich bin sofort auf, ne? Ich kann hier keine 5 mm irgendwo hinfahren, das bringt nichts. Wenn es so weitergeht, habe ich bald keine Munition mehr. Aber gut, wir haben ja auch nur noch 2 Minuten. Ein paar zerquetschte. Ich weiß nicht, warum die da drüben nicht durchfahren. Ne? Komplett außen einmal durchfahren und wir hätten gewonnen. Weil die meisten Gegner stehen hier an der Base bei denen.
Schwierig. Ja, was soll's, ne? Natürlich bounce ich den Schuss. Und natürlich aimt niemand diesen TVP ab, ne? Ist doch ganz klar. Natürlich. Der Killshot muss immer bouncen, ne? Ist ja klar. Und der TVP war da oben schon so oft auf, aber von unseren Mitspielern ist keiner motiviert, da mal offene Ziele zu beschießen, ne? Also mehr als ein Unentschieden ist hier nicht drin. Nee, Freunde, also auch so, weißt du, jetzt am Ende, ne, so mit so einem EBR flitzt du durch oder mit so einem T100 Lite flitzt du da durch, aber mit dem Ding, Alter, zum Beispiel, bis du Anlauf nimmst, bis du mal auf eine Geschwindigkeit kommst, keine Chance. Das Ding eignet sich null zum Pushen oder an die Front fahren. Ne? Das ist eher so ein Sniper. Das Ding musst du als Tank Destroyer spielen, so gesehen. Ne? Bringt null, mit dem Ding an die Front zu fahren. Ne? Weder von der Geschwindigkeit noch von der Nachladezeit eignet sich dieser Panzer für irgendwas. Ne, also auch der Zweiteindruck ist jetzt nicht der beste. Ne? Das Ding kann einfach nichts. Sorry, ist halt so. Das Ding kann einfach nichts. Du, also bis du mal Anlauf genommen hast, bis du mal auf irgendeine Geschwindigkeit gekommen bist, um irgendwo mal zu pushen oder so, ne? Mit jedem anderen Light wärst du da jetzt durchgeflitzt, weil du eine enorme Geschwindigkeit, und der ist auch ziemlich hoch. So ein T100 Light ist ja viel flacher als das Ding hier zum Beispiel, ne? Also, das macht keinen Sinn. Guck mal, wir vergleichen mal mit dem EBR. Guck mal, bis wohin. Hier, seht ihr diesen Baum? Ja. Guck mal, wie hoch der ist. Der ist so hoch wie hier, dieses, ne? So das, ne? Und jetzt guck mal hier, EBR. Viel flacher, viel schneller. Na gut, das eine ist ein Scout, das andere ist ein Medium, aber trotzdem, weißt du, ich meine, so. Weiß ich nicht, Alter. Und als Medium kannst du denn auch nicht fahren, ne? So ein Objekt 140 hat, weiß ich nicht, 5,5, 5,7, 5,8 Nachladezeit, wenn du den gut ausbaust. Ja, oder ne, knapp 6 Sekunden viele Mediums und der Konzept hat 11,5. Also auch der Zweiteindruck ist nicht der beste. Ich kann den Panzer nicht empfehlen. Immer noch nicht. Vielen Dank fürs Zugucken. Lasst mir ein Like da, einen Kommentar da. Und Abo mit Glocke. Bis dann.